Vor kurzem habe ich euch die meiner Meinung nach besten YouTuber-Songs präsentiert und da sich da sehr viele das Pendant dazu gewünscht haben, also die schlechtesten YouTuber-Songs, habe ich gedacht, dass ich das mal angehe. Allgemein bin ich für Vorschläge für neue Videos sehr offen, wenn ihr also welche habt, dann ab damit in die Kommentare. Wie immer ist dieses Video eine subjektive Meinung und soll absolut kein Hate gegenüber den angesprochenen YouTubern sein. Lediglich der Song an sich ist für die Platzierung relevant. Kleine Info, Upper Red wird in dieser Liste absichtlich nicht genannt, denn sein Song Everyday Saturday wird ja nochmal neu veröffentlicht. Da möchte ich jetzt nicht unnötig auf die alte Version eintreten. Meine Meinung zur neuen Version von Everyday Saturday könnt ihr übrigens morgen auf meinem Kanal finden. So, genug gelabert, hier ist die Tube 5 der schlechtesten YouTube-Songs aus Deutschland. Beginnen wir unsere Reise in schon fast antiken Zeiten. 2011, als YouTube noch von FreshTalkerX, Cold Mirror oder den Außenseitern dominiert wurde, gab es einen jungen Mann, der sich mal als Rapper probieren wollte. Simon Desue. Und das ging ordentlich in die Hose. Zusammen mit TJ veröffentlichte er den Song Rockstar. Wieso man einen Rap-Song Rockstar nennen muss, ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall geht es um Frauen, Alkohol und Geld. Da wollte wohl jemand auf den Ich-Hab-Style und das Geld-Hype aufspringen. Gründe, warum das nicht so geklappt hat, sind eventuell die schlechten Lyrics und die Tatsache, dass man einfach keine Sonnenbrillen in Clubs tragen sollte. Simon Desue hat diesen Song sogar schon von seinem Kanal genommen und Rockstar landet auf dem rockigen 5. Platz. Ach ja, Liont. Vor circa einem Jahr war er das Hassobjekt aller gestandenen Rapper. Der Grund? Sein Album Löwenkind. Und mit Gios Diss-Track erfuhr die Hatewelle ihren Höhepunkt. Ich persönlich muss sagen, Liont's Musik funktioniert, nur eben bei seiner Zielgruppe. Und die ist bekanntlich ziemlich jung. Aber alle, die über 16 sind, werden damit nichts anfangen können. Genauso hat es sich auch bei seinem Track Montag. Schlechte Haus-Maus-Reime, ziemlich langweilig zusammengeschusterter Beat und eine Hook, die bei mir fast Ohrenbluten verursachte. Liont ist schon ein eher mittelmäßiger Rapper, aber singen, das kann er noch weniger. Zudem ist die Grundprämisse des Songs schon tausendmal interpretiert worden und absolut nichts Neues. Somit geht Platz Nummer 4 an den Löwen und seine Kinder. Oh Mann, hat der liebe Julian das damals beworben. Wir würden mit Analyse ein 1A-Rap-Album zu hören bekommen, das so manchen routinierten Rapper alt aussehen lässt. Und was haben wir dann tatsächlich bekommen? Den 11. September. Versteht mich nicht falsch, für die damalige Zeit war das wirklich nicht schlecht produziert. Jedoch merkte man bei dem Track schnell, dass Julian Rap lieber bewerten sollte, als ihn selber zu fabrizieren. Eine unangenehm hohe Stimme, eine Hook, die komplett unmusikalisch ist und ein peinlicher Double Time, wo man nur die Hälfte versteht. Der Song ist nur dazu da, auf Randgruppen einzuprügeln und zu provozieren. Sehr gezwungen das Ganze. Deswegen bekommt Julians Vlog mit 11. September den 3. Platz. Joyce, gescheiterte Schauspielerin, die YouTube als letzten Rettungsanker genutzt hat. Und wie. Inzwischen hat sie deutlich über 1 Million Abonnenten, doch diese hat sie wohl nicht durch ihre Musik gewonnen. Summerhill heißt ihre bis dato einzige Single und ist, meh. Der Versuch, einen punkig angehauchten Sommerhit zu produzieren, ist meiner Meinung nach hinten losgegangen. Man merkt einfach, dass Joyce eine viel zu schlanke Stimme für diesen rockigen Beat hat. Zudem ist der Song auf Englisch und die Aussprache lässt hier und da zu wünschen übrig. Netter Versuch, Joyce, aber ich hoffe, es bleibt bei dieser einen Single. Platz 2 geht an Summerhill. Ich meine Hill. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Alberto und seine Kinder Maxi King Misere. Wer mein Video zu den schlechtesten Product Placements gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Denn das kommt heraus, wenn man einen dicken Batzen Geld bekommt, sich aber nicht wirklich Gedanken über das Endprodukt gemacht hat. Der Sound of Your Life ist einfach grottenschlecht produziert und auch gesanglich hat der Song nichts zu bieten. Beatbox steht Alberto deutlich besser. Und deswegen bekommt dieses unterirdische Meisterwerk von mir den verdienten 1. Platz. Schon wieder.